Laria, einem Wiener Traditionscaféhaus, laufen auch bereits die Vorbereitungen für den großen Franz-Antl-Stammtisch auf Hochtouren. Ja, hallo, schönen guten Tag. Freue mich, dass ihr bei uns seid. Ich habe schon sehr eilig, ich muss jetzt in die Küche und ich muss ja das berühmte Franz-Antl-Sägediner zubereiten. Wenn ihr mir folgen wollt vielleicht. Der kulinarische Höhepunkt des Abends ist hier natürlich das berühmte Sägediner Krautfleisch. Das Lieblingsgericht der österreichischen Regielegende, das natürlich vom Chef des Hauses persönlich zubereitet wird. Ich habe ja die große Ehre, dass mir der Altmeister des Filmes dieses Sägediner Krautfleisch noch gelehrt hat. Das Wichtigste ist ein magerer Schweinebauch, ganz mager. Das schaut nur fett aus, aber das ist weißes Fleisch, so fast wie Kalbfleisch. Dann haben wir eine Schweinschulter. Dann haben wir, Wichtigste ist auch eine gute Wurst dazu, Klobasse oder Debreziner. Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Kümmel und ein gewaschenes Sauerkraut. Ja. Und das muss man schön dünsten, zuerst anbraten und dann dünsten und dann entsteht diese Spezialität von dem Altmeister Franz Antl. Ein Gulasch oder Selbier, das ist ein Lebensirr. Wir machen also ganz traditionell Salzerdäpfeln und einen Tupfer Sauerrahm. Und auch die heimische Society steht wahnsinnig auf diese Spezialität. Und die darf natürlich beim Franz-Antl-Stammtisch heute Abend nicht fehlen. Julika, der Lenz ist da. Ich weine, weil ich dich sehe. Ja, sie weint immer, sie ist eine Traurige. Der Ritter von der traurigen Gestalt, von der Volksoper, Julika Bachmann. Ein netter Mensch. Ich bin's, der Präsident. Also, ja. Nur zur Info. Society. Die Zschäpe, Adolf Opel, Gideon Singer, Inge Storm, Alfons Karg, Rusti Klenner, Brigitte Neumeister, Felix Rotholz, Louis Essel, Georg Robor, Gugi Löwinger, Gergely Sütsch, Hilli Reschl, Ferre Mosböck und Heike Horak. Das sind jetzt alles Kollegen, die bei dem Stammtisch waren und leider nicht mehr leben. Die haben uns verlassen. Gibt es noch welche, die leben? Ja, Waltraud, du, das ist doppelt so viel. Ja, also bitte, also von den Waltraud Haas, Senta Wengra, Fritz Schiller, Albert Rüpprecht, Gerhard Ernst, Franz Zurada, Ingrid Regler, Günter Frank, Ronald Leopoldi, Dina Larot. Aber ich will es nicht alle vorlesen, es ist eine ganze Liste von über 100 noch, nicht? Die ganz Großen waren dabei. Und eine dieser ganz großen Schauspiellegenden ist Waltraud Haas. Auch sie ist regelmäßiger Stammgast in Bellaria. Franz war einer meiner besten Freunde. Mit ihm habe ich 10 Filme gemacht. Und ich denke noch gerne an ihn. Jeder Film war wirklich immer eine Freude, weil es immer irgendwas war. Und natürlich mit seinen Mädchen, die er kochte. Da hat immer gesagt, pass auf die Augen, pass auf. Und sag, ist das wieder die Neiche? So. Also er war ein richtiger Freund. Ich muss leider gestehen, dass ich heute zum ersten Mal wieder seit langer Zeit da bin. Aber es ist immer ein besonderer Stammtisch, zum bin ich gekommen, weil ich mich erinnere an die vielen, vielen lieben Kollegen, die nicht mehr bei uns sind. Und was ich jetzt hier gesehen habe im Film, es sind erschütternd viele, die wir vergessen haben und nicht vergessen sollen. Hilli Reschl, habe ich... Die war ja eine, die war jedes Mal da, die war ganz eine Liebe. Der Franz-Antl-Stammtisch findet seit 2004 jeden ersten Montag im Monat statt und feiert heute ein ganz besonderes Jubiläum. Heute ist es genau 15 Jahre, dass wir hier sind. Wir waren hier am 1. März 2004 zum ersten Mal. Das war gestern. Du warst so jung, Thomas. Ja. Und echte Gulasch-Profis haben natürlich auch ihre Rituale. Damit er mich nicht abbaut. Und? Du wirst es nicht glauben, schau. Ich hab mich abbaut. In Bellaria brodelt die Stimmung unaufhaltsam dem Höhepunkt entgegen. Und auch Edith Leira, die den Stammtisch mit Franz Antl aus der Taufe hob, ist mittlerweile eingetroffen. Und das Nette dabei ist, es gibt ja so gut wie keine Kollegen-Stammtische.
Und es ist Hammer, aber alle das Bedürfnis, miteinander zu quatschen und einander zu sehen. Noch und jetzt sind wir da. Zum 200. Mal. Wie viele Jahre ist das? Und es ist sehr zu bedauern, dass der Franz Antl eigentlich nur ganz wenige Jahre seinen eigenen Stammtisch genießen konnte. Zum Schluss, der letzte Auftritt war hier im Juli 2007 oder im Juni. Dann haben wir die Tische auseinandergeschoben, ist er hier gesessen mit seinem Rollstuhl. Nicht? Also eine schöne Sache. Wir hatten eben die große Ehre und das Glück, ihn noch kennenzulernen in seinen letzten Jahren. Und haben noch, er war oft bei uns auch bei Vorstellungen im Theater. Und was, wir haben dann noch zu seinem letzten Geburtstagsfest, wo er da schon im Gersthofen, dem Pensionistenheim, gelebt hat, zu seiner Türkenschanze gesungen hat, zu seinem letzten Geburtstag. Und so hat jeder seine eigene, ganz persönliche Erinnerung an den großen Franz Antl. Aber ich habe unter Antls Regie auch mal einen grauenhaften Fernsehfilm gedreht. Ohne Ball, ohne Netz. Das war in der Fußball-WM, Arnold Schnee. Das werde ich nie vergessen. Und da war die Zeit, wo er sich dann Frau Sorge Grau genannt hat. War dann eher diese Filme. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen wieder. Der musikalische Höhepunkt in Bellaria nähert sich, wenn der singende Chef das Mikrofon ergreift. Dann wissen die Stammgäste, wie man sich zu verhalten hat. Und unser Franz Antl Künstlerstammtisch mit sehr, sehr... Wenn der Chef des Hauses selbst anfängt zu singen, dann müssen alle ganz ruhig sein. Fließt ein Schlange Wipfelrauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen, fürchte holde nie, fürchte holde nie. Franz Schubert, Specialist hier bei Traude. Jeder darf, egal ob er gut singt oder sehr gut singt, dabei mitmachen. Das ist das Schöne. Das kommt von Herzen. Warum soll eine Frau Michi kein Verhältnis haben? Und da hat man schon manches Talent hier entdeckt. Auch manches Untalent. Was ja besonders lustig ist. Lawrence Foster Jenkins war schon ein paar Mal zu Gast. Das Kreuzgulasch, das Rindsgulasch, das Schwänzgulasch ist aus. Während die Fellnasen drüben im Platzer schon langsam müde werden, kommen die Partymäuse in Bellaria erst so richtig in Fahrt. Ein bisschen bereitet man sich schon drauf, aber nicht so wie beim Bühnenauftritt. Natürlich, ja. Es soll ja mehr aus dem Stegreif heraus sein. Aus der Atmosphäre, aus der Stimmung raus. Ja. Die Leute sind gut aufgelegt, es ist gute Stimmung trotzdem. Und das ist das Wichtigste. Ja. Das Leben ist zu kurz, um nur eine Sache zu machen. Stammtische haben in Österreich ihren festen Platz.
Im ganzen Land kann im lockeren Kreis von Gleichgesinnten viel gelernt, diskutiert, gelacht, geblödelt und gesungen werden. Möge der Stammtisch und das gemütliche Miteinander nie vom Aussterben bedroht sein.